down. And I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with a song. Tell you with a song. Leute, ein herzlich willkommen zum neuen Vlog auf Alles Alex. Heute mal wieder Begrüßung in Stuttgart. Alter, bin ich heute ist richtig schlimm. Es ist einfach nicht gut, wenn du um 1.30 Uhr pennen gehst und am nächsten Tag um 6 dein Wecker klingelt. Ich habe einfach komplett beide Wecker ausgemacht, die ich mir gestellt hatte. Bin irgendwann 6.50 Uhr aufgewacht, dachte so, morgen. Ja, und dann musste ich mich halt übel beeilen. Ja, schnell duschen, dann ab auf den Bus. Aber hat alles geklappt, Gott sei Dank. Mir ist gestern schon aufgefallen, dass wir hier an den Bahnsteigen diese Glaskästen weggemacht haben. Da, wo die Verspätungspläne mal drin lagen. Okay. Die hätten, glaube ich, sowieso keine wirkliche Verwendung, außer dass Verspätungspläne drin lagen. Fragt euch bestimmt einer, warum hat der Boy immer noch seine Privatklamotten an, beziehungsweise das Privat-T-Shirt. Die Hose ist eine andere. Ja, das hat folgenden Hintergrund, und zwar habe ich gedacht, ich gehe mal wieder zum Friseur. Ich habe doch keinen Bock mehr auf lange Haare. Das sind immer so spontane Entscheidungen bei mir, und dann muss es auch durchgezogen werden. Ich habe der Friseur im Center, da habe ich nachgefragt, geht es ohne Termin? Die so, ja, generell ohne, aber heute dauert es ca. 1,5 Stunden Wartezeit. Ich so, na, so lange habe ich dann auch nicht Zeit, tut mir leid. So Leute, man erkennt schon, die Seiten sind weg, die Haare stehen nicht mehr seitlich aus der Mütze. Ja, und dort ist es geworden. Seiten kurz, oben lang, so wie immer. So, jetzt kommt im Geschäft gleich noch ein bisschen Wachs rein, das habe ich Gott sei Dank dabei. Ich habe das eigentlich die ganze Zeit schon dabei, weil ich dachte, ja komm, machst ein bisschen in die lange Haare, aber irgendwie habe ich dann bemerkt, das bringt nicht so viel. Wie ich ja schon des Öfteren erwähnt habe, haben meine Haare einen eigenen Willen und sagen, morgen was, Wachs, gibt's nicht bei uns. Servus, ein LKW im Ciabatta-Brötchen. Hallo, ich bin's wieder, ihr 1-Verkäufer. Nun geht es ab in die zweite Hälfte, ihr kennt es. Ja, das ist, wenn Kollegen kalt ist, im Hochsommer, 28 Grad. Nein, es ist kalt. Ja, natürlich, total. Ich spüre, der Winter kommt. Ja, klar. Total kalt. Oh, ich friere richtig in ein T-Shirt. Okay, ich muss mich ein bisschen lustig machen. Nein, eigentlich ist es nicht witzig. Hast du nicht, wie meine Nase die ganze Zeit läuft? Doch, natürlich höre ich das. Siehst du? Ja, doch, Debbie, klar. Okay, Debbie, richtig kalt gerade. Ich verreck gerade halber. Ja, aber gut, sie hat auch eine Erkältung. Ist auch heiß und so, also warm an der Stirn. Feierabend, ist da. Es geht ab nach Hause. Ich treffe mich nachher noch kurz mit Robin. Ich muss dem noch was installieren auf seinem PC. Würde ich sagen, gönnen wir uns wahrscheinlich ein paar Schnittbilder. Na, ganz kurz noch, ein Kollege hat vorhin wegen der neuen Frisur gefragt, Alter, seit wann hast du eigentlich ein Piercing? Ich so, keine Ahnung, seit fast 4 Jahren jetzt. Also im Dezember werden es 4 Jahre. Zeit rennt. Was aber ein ganz großes Problem wird, was mir gerade so einfällt. Der Vlog hier kommt ja sehr viel später, und ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich die Gamescom-Dinger vorher machen werde. Das heißt, ich habe am Gamescom-Wochenende kurze Haare und danach wieder lange. Geil. Okay, eigentlich kann es mir auch egal sein, weil... Morgen! Ja, ich war gestern noch bei Rap, ja. Hab ihm was installiert, hab mal wieder nichts gefilmt, hätte fast meine Kamera liegen lassen, aber dafür habe ich meine Platte dort vergessen. Alter, ich bin
was Vergesslichkeit angeht, ohne Scheiß, das ist richtig schlimm in letzter Zeit bei mir. Es ist ein weiterer Tag angebrochen, aber ich glaube, ich beende den Vlog an der Stelle und sage wie immer, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, positive Bewertung. Wir sehen uns in einem anderen Videos. Bis dahin, haut rein. Puh!